So, hallo und herzlich willkommen zusammen. Hier spricht die Shalia Stevens von shaliastevens.com und heute im Interview spreche ich mit Angelique Turnberrand, eine super liebe und sehr geschätzte Kundin von mir. Und es geht um eine Kundenstimme, die ich sehr, sehr gerne einfange, mal am Anfang der Zusammenarbeit, mal mittendrin und in diesem Fall am Ende der Coaching-Zusammenarbeit. Wir haben gerade 6 Monate gemeinsam abgeschlossen, Angelique. Ja. Und herzlich willkommen und ich würde ganz gerne dir das Wort übergeben, dass du dich mal kurz vorstellst, sagst, wo du lebst und vor allem, was machst du denn überhaupt? Wem hilfst du, was zu tun? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sorry. Mein Name ist Angelique Turnberrand. Shalia hat es schon gesagt und ich lebe in Hamburg momentan. Und was mache ich? Also meine Mission, kann man sagen, mein Unternehmen heißt Gesundheit und Karriere und das sind auch genau die beiden Themen, mit denen ich mich beschäftige. Meine große Mission ist das Thema Unternehmensgesundheit und zwar aus 2 Perspektiven. Ich helfe einmal Unternehmern dabei, gesunde Rahmenbedingungen in ihrem Unternehmen zu schaffen, was sich positiv auf die Leistungsfähigkeit und auf die Motivation von Mitarbeitenden auswirkt. Und zum anderen arbeite ich mit Privatpersonen daran, sich aufzustellen für eine gesunde Karriereentwicklung, weil ich glaube, dass es auch Karriere ohne Hamsterrad geben kann. Das heißt, du sprichst mit deiner Arbeit sowohl Unternehmenskunden an wie auch Privatkunden. Und das ist auch eine Frage, die ich immer wieder bekomme. Shalia, arbeitest du auch mit Menschen, die Firmenkunden haben, nicht nur Privatzahler? Und die Antwort darauf ist ja, sehr wohl. Ja, ja, das ist so. Und ja, lass uns vielleicht mal über deine Ausgangssituation, Angelique, das reden. Das ist immer eine Frage, die ich gerne zu Beginn stelle. Wie war deine Situation, bevor du zu mir ins Coaching gekommen bist, für die Zuhörer und Zuhörerinnen? Also ich bin immer ein Mensch, ich sauge immer ganz viel Informationen auf und versuche mich selber irgendwie aufzuschlauen und dann zu wissen, wie es geht. Aber das ist mir in dem Fall nicht gelungen, weil es einfach zu viele Informationen waren und ich habe so ein bisschen die Situation gehabt, vor unserer Zusammenarbeit so den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Ja. Also mir war mein eigenes Thema, wie es eigentlich heißt und so klar, wie ich es eben hier formulieren konnte, das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Also ich wusste nicht, was genau ist es eigentlich. Ich konnte es nicht klar umreißen, was ich da tue und hatte auch meine Zielgruppen überhaupt nicht klar. Und das hat mich so ein bisschen fast schon verzweifeln lassen, weil ich wollte gerne. Aber ich hatte das Gefühl, das kann alles irgendwie nicht zielgerichtet funktionieren. Und wie so ein bisschen stochern im Nebel und das war eine sehr unbefriedigende Situation für mich. Ja. Da wollte ich mir Hilfe holen, was ich dann ja auch getan habe. Ja, eben. Und das geht vielen so, gell? Also man hat irgendwie, man weiß es irgendwie zum Teil, aber irgendwie nicht absolut klar. Ich sage immer, man braucht absolute Klarheit über seine Zielgruppe und seine Positionierung und wie man über seine Arbeit spricht, weil wenn man das nicht hat, geht man mit einem super chaotischen wirren Energie auf den Markt, oder? Wie hast du das empfunden damals? Ja, ich glaube auch, also diese Klarheit, die man innen drin nicht hat, die kann man dann ja auch nach außen nicht ausstrahlen und das heißt, wer soll sich denn angesprochen fühlen und für welches Thema steht man denn? Und das fand nicht nur ich unbefriedigend, sondern ich glaube, dass sich das auch indirekt wirklich im Markt dann spiegelt und man da auch Chaos verursacht. Ja. Und die Leute auch gar nichts mit einem anzufangen wissen. Und auch nicht, was ist denn das jetzt? Ach so, heute hat sie dies erzählt, morgen erzählt sie dies. Ja. Na, was macht sie denn eigentlich? Ja. Und das finde ich eine sehr unbefriedigende Situation. Ja, das ist so. Und was auch häufig passiert, und ich kann mich erinnern, wo du zu mir ins Coaching gekommen bist, du warst ja aktiv unterwegs, du warst wirklich engagiert, du bist zu Netzwerk-Events gegangen, du hast begonnen, schon strategische Partner zu finden und mit denen zusammenzuarbeiten. Und das ist diese Situation, wenn man ganz viel aktiv ist, aber wenn man irgendwie in den Netzwerking-Veranstaltungen ist und wirklich nicht klar ausdrücken kann oder, wie du sagst, irgendwie immer eine unterschiedliche Botschaft hat, dass du kommst auch voran, ist es nur nicht so zielgerichtet wie sonst, oder? Ja, genau. So, und weil ich aber nicht nur eigentlich, sondern wirklich ein ganz straighter Mensch bin,
war das, also für mich hatte das, glaube ich, das meiste Frustpotenzial. Also, Ja. und deshalb habe ich gedacht, ich hatte mir dann davor auch schon mal Unterstützung gesucht. Das war aber überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und hat außer damals neue Texte für meine Webpage überhaupt nichts gebracht. Und ja, deshalb habe ich gedacht, nee, also ich möchte da nochmal einen neuen Aufschlag machen und bin dann nochmal auf die Suche gegangen nach kompetenter Unterstützung. Ja, genau. Ja, genau. Ja, man landet nicht immer auf der Coach oder die Hilfe, die man vielleicht benötigt. Das braucht manchmal, bis man an die richtige Person gelangt, gell? Das ist so. Ja, absolut. War ein bisschen Lehrgeld zu zahlen. Ja, du, ich hab so viel Lehrgeld gezahlt, aber das ist auch wertvoll. Dann weißt du, was du in Zukunft benötigst. Als du gesagt hast, ja, ich mache das mit der Shelia, wir gehen das an, wir machen diese 6 Monate zusammen. Was waren so in etwa deine Erwartungen? Kannst du dich erinnern, was hast du erwartet, was wir tun werden im Coaching, was da geschehen wird? Ja, also im Prinzip war es genau das, womit du ja auch nach draußen gehst und bewirbst. Also deine Systematik, die Zielgruppe klar zu haben, den Wirkungsbereich klar zu haben, dann auch zu gucken, wie kann man denn diese Dienstleistung jetzt nach außen transportieren, wie bewirbt man das Ganze auch, und das vielleicht sogar auch noch online. Also das waren genau die Dinge, die ich erarbeiten wollte. Und ich habe eben schon gesagt, ich bin ein sehr systematischer Mensch und mich hat einfach das System, was du hinter deiner Arbeit hast, das hat mich einfach überzeugt, dass das jetzt genau das ist, was ich brauche und dass ich genau diese Schritte auch gehen will und muss. Ja, und die bist du ja auch gegangen, sehr, Ja. sehr fleißig. Ja. Ich hab gescherzt bei dem letzten Kundentag, aber das war gar nicht so ein Scherz. Wir waren alle in Frankfurt zusammengekommen, die Privatkunden und ich und einige andere. Und ich habe gesagt in der Gruppe, Angelique ist die einzige Kundin, die wirklich jede Hausaufgabe fertigstellt. Und zwar bis zum nächsten Coaching, aber wirklich alle. Was dir aber auch ein bisschen Stress bereitet hat auf dem ganzen Weg. Ich glaube, nach den 6 Monaten hast du gut einen Urlaub gebraucht, oder? Ja. Also ja, natürlich. Also ich wollte ja auch gerne dann was tun und ich denke, also für mich hat es nur Sinn gemacht, es ganz konsequent dann auch nachzuverfolgen. Bestimmte Dinge wollte ich für mich dann auch einfach erledigt haben. Deshalb war ich wahrscheinlich auch so diszipliniert. Und es hat mir aber auch Spaß gemacht. Also das war einfach, ich wollte, also mir natürlich selber gefallen, aber ich wollte natürlich auch meinen dir gefallen und einfach auch immer sagen, ja, ich habe wieder eine Aufgabe erledigt. Und das hat mir einfach auch Spaß gemacht, zu sehen, wie es weitergeht. Ja, Ja. absolut. Und ich kann mich so gut erinnern, es gab eine Anfrage von einer Kundin. Wir nennen keine Namen hier, aber ich weiß noch, wir waren gerade an dem Baustein, an deine Pakete und Preise. Und wir haben geguckt, wie kann man eine Dienstleistung, die man für Unternehmenskunden anbietet, so verpacken, dass die doch gewisserweise standardisiert sind, dass man nicht jedes Mal neu an eine individuelle Anfrage rangehen kann, weil das verbraucht sehr viel Zeit bei den meisten, die mit Unternehmen arbeiten. Und dann kam eine Anfrage von einer Kundin zur gleichen Zeit und ich glaube, du hattest Urlaub bald geplant und hast doch vor dem Urlaub noch reingehauen und diese Pakete gemacht. Kannst du dich Ja, erinnern? das war eine sehr lustige Situation, weil da passte das so, wo man eh gerade dran musste und wollte. Und dann kam diese Anfrage von außen und hat da quasi noch so ein bisschen Druck drauf gegeben. Das war aber in dem Fall gut, weil ich dann mit dir zusammen ganz gut in die Gänge gekommen bin. Ja. Und man das gleich an diesem konkreten Beispiel dann auch machen konnte. Und das war, fand ich doch total erstaunlich zu sehen, dass man doch auch die meisten Dinge standardisiert machen kann. Ja, also wenn eine Kundenanfrage kommt, kann man das so rausgeben. Und man muss nicht jedes Mal wieder anfangen zu überlegen, wie mache ich den Schritt, wie mache ich den Schritt, was soll das Ganze überhaupt kosten? Also das bringt eine unheimliche Arbeitserleichterung, auf jeden Fall. Absolut. Und es strahlt auch eine wahnsinnige Souveränität in den Markt hinaus, wenn diese Anfragen kommen. Und man kann sagen, das ist die Art und Weise, wie ich zusammenarbeite mit meinen Kunden. Das sind die Optionen, die zur Verfügung stehen. Da hat man eine Auswahl und fertig, ja? Ich finde es, also mir hat es auch geholfen, noch selbstbewusster auch am Markt aufzutreten, weil es ist wirklich so, dass ich heute sage, also entweder wir machen es so
oder wir machen es gar nicht. Ja. Und das ist also einfach auch eine ganz ja, komfortable Situation, in die man sich selber dann da auch bringt. Ja, absolut, absolut. Ja, dann lass uns über deine Ergebnisse sprechen. Das ist immer ganz gut für diejenigen, die die Kundenstimmen-Videos ansehen. Sie wollen natürlich wissen, was, also ich investiere hinein in das Coaching. Was kriege ich auch raus? Was waren so einige Resultate über die 6 Monate? Und ich weiß, bei dir, es waren jede Menge, aber vielleicht schränken wir uns auf zwei, drei, die benennenswert sind, die du mit den anderen teilen möchtest. Ja, also ich hatte ja am Anfang gesagt, ich wusste eigentlich gar nicht so genau, unter welcher Überschrift läuft denn das, was ich da jetzt tue. Und das war eigentlich für mich das Allerwichtigste, weil daraus konnte man dann den Rest generieren. Ja, also für mich dieses Thema Unternehmensgesundheit, das ist meine Mission und das von beiden Seiten betrachtet, aus Unternehmersicht und aus Mitarbeitersicht, dass ich das dann so klar hatte. Und daraus haben wir dann ja alles Weitere entwickelt. Also das war wirklich für mich persönlich mein größter Output, den ich da hatte. Das muss ich ganz klar sagen, weil daraus ist dann das System entstanden, daraus ist dann auch die Art und Weise entstanden, wie man damit an den Markt gehen will, also sprich Marketing. Wen spricht man denn dann genau an und wie? Also, und dann die Homepage danach auch auszurichten, nicht? Also, das hat sich alles daraus ergeben und deshalb würde ich das schon fast als meinen größten Meilenstein bezeichnen in der Zusammenarbeit, auf jeden Fall. Ja, genau. Und seitdem du begonnen hast, ich meine, du hast auch auf dem ganzen Weg größere und kleinere Aufträge, das darf man auch sagen dazu, Ja, oder? absolut. Also, Berichte darüber ein ja. bisschen, ja. Also das kam dann ja relativ zeitnah schon fast, nachdem dann klar war, was es denn jetzt eigentlich auch ist bei mir, von der Überschrift her, von der Mission her, kam dann auch gleich ja ein Riesenauftrag, der auch noch läuft, der ein Projekt über 2 Jahre, ich meine, da träumen wir alle von, dass wir sowas haben, wo wir auch längerfristig gebunden sind und einen Kunden so lange begleiten dürfen. Und ja, der läuft also auch immer noch und macht Laune. Und ja, da sind immer wieder kleine Anfragen und große Anfragen dazwischen, die ich dann da parallel auch noch machen kann. Ja, also das ist wirklich eine tolle Entwicklung, die natürlich auch so ein bisschen Auftrieb gegeben hat, weil als wir mit unserer Zusammenarbeit anfingen, ich ja doch auch immer auch mal wieder so Hänger hatte zu sagen, oh, macht das denn überhaupt Sinn und will das überhaupt jemand, was ich hier tue? Oder also nicht diese üblichen Fragen, sage ich mal, mit denen man sich als Selbstständiger so rumschlägt, ne? Ja, das ist es gerade am Anfang und gerade in dieser Phase, wo man sich aufstellt und wo man beginnt zu überlegen, wer bin ich, was mache ich und all das dabei ist zu lernen, wie macht man das Marketing, wie macht man die Angebotsgestaltung, wie kommt man an Kunden ran. Also in dieser Phase ist man häufig viel tun, aber wenig Ergebnisse sehen. Man beginnt an sich zu zweifeln, man beginnt eben die Sinnfrage zu stellen, warum mache ich das alles? Und meistens ist es nur eine Frage der Zeit, bis man über diese riesige Lernkurve hinüber ist. Und gut, wenn man auf der anderen Seite rauskommt und beginnt mit den Kunden zusammenzuarbeiten, weil da kommt so diese Sinnberuhigung, Ja, man genau. hat mehr Selbstsicherheit, man beginnt Erfahrung zu sammeln und weiß, okay, wenn ich das einmal gemacht habe, dann mache ich es ein zweites Mal, ein drittes Mal und so geht es nach vorne, gell? Ja, das war aber auch unheimlich beruhigend, weil du diese Prozesse ja selber, aber auch bei deinen Kunden ja quasi dauernd erlebst. Und wenn man immer alleine so für sich in seinem stillen Kämmerlein sitzt, dann weiß man ja nicht, dass das ganz normal ist, dass man auch mal auf Talfahrt ist mental. Und da tat mir das einfach unheimlich gut, da in unseren Gesprächen noch immer mal wieder zu hören, hey, das ist normal. Also alles gut, ganz ruhig und gelassen hier weitergehen. Das ist eine ganz solide Nummer, das wird schon. Und das ist auch einfach, das hat auch einfach sehr, sehr gut getan. Ja. Das ist so. Also ich denke, ich verbringe die Hälfte der Coaching-Zusammenarbeit mit allen Kunden mit diesen Aussagen, es ist normal, es ist alles Ja. gut, die Ja. Normalisierung. Ja. Und ja, und das ist auch wichtig. Absolut. Angelique, es werden einige Leute uns zuhören, die sich nicht sicher sind, ob sie den Knopf klicken sollen für ein Kennenlerngespräch, das unverbindlich und kostenfrei ist. Was würdest du den Menschen da draußen sagen, die noch zögern, sie überlegen, ob sie das tun sollen?
Also ich habe ja auch gezögert, besonders weil ich vorher die etwas nicht so gute Erfahrung mit jemand anders gemacht hatte. Und ich muss sagen, also gucken Sie sich alles an, was Sie von Shelia finden können im Netz. Und das ist eine ganze Menge, um da einfach auch eine Verbindung herzustellen, um Vertrauen zu gewinnen. Ich habe alles aufgesogen, was von dir im Netz zu finden war und war dann sehr sicher, dass ich dieses Kennenlerngespräch mit dir Ja. machen möchte, weil mein einziges Fragezeichen war dann noch, und das ist vielleicht auch für den einen oder anderen, der zuhört, wichtig, ist das so eine Chaka-Chaka-Amerikanerin? Also nicht, also kommen da nur irgendwelche Motivierungsparolen und da ist keine Substanz dahinter oder, also das war so mein einziges Fragezeichen, was ich noch hatte. Und das hat sich total zerschlagen. Ja, du motivierst aber auf eine sehr solide und ganz sympathische, tolle Art und Um Weise. deutsche Art und Und deutsche Art und Weise. Weise, das muss man einfach sagen. Und es ist eben gar nicht dieses Chaka-Chaka. Und deshalb, also immer ran ans Kennenlerngespräch, weil sich den persönlichen Eindruck zu verschaffen, ist das Einzige, was geht. Und dann kann man sagen, passt oder passt nicht. Danke schön. Herzlichen, herzlichen Dank, Angelique, für deine Zeit, für deine lieben Worte. Ich denke, das hilft unheimlich die anderen da draußen, die ja auch wegen der Normalisierung. Wenn nur jemand gehört hat, das ist normal, das wäre schon mal ein großer Nutzen. Ich wünsche dir auf dem weiteren Weg alles, alles Gute, viel Erfolg, viel Freude und wir bleiben eh in Kontakt, so, sowieso immer. Das hoffe ich. Lieben Dank, Shelia. Danke. Tschüss. Tschüss.